Urlaub mal ganz anders. Ohne Flugzeug, ohne Auto. Jetzt ist hier auch noch die Kette abgesprungen. Nur regionale Lebensmittel vom Direktvermarkter kaufen. Also, wir haben Leberwurst, gehacktes, gekocht, Eisbein mit Mett, Rotwurst, Jagdwurst. Der Umwelt zuliebe kein Plastik verwenden. Da haben wir hier einfach einen Löffel, ein Messer, Gabel und sogar Stäbchen. Naturspektakel statt Städtetrip. Besonders nachhaltig Urlaub machen, das ist meine Challenge hier. Deswegen bin ich nicht so weit weggefahren, sondern ins Biosphärenreservat Drümling. Klimafreundlich unterwegs sein. So. Und dabei auch noch richtig Spaß haben. Aber du bist echt ein Vollprofi, oder? Mhm. Ey! Also der Biber riecht sehr würzig. Aber Nachhaltigkeit hat Grenzen. Guten Tag. Ich stehe hier gerade in Mieste vor Ihrem Regiomaten und wollte fragen, wann es Eier gibt. Ein Kurzurlaub auf dem Land. Ach so, muss Apple. Ah, okay. 2 Tage unterwegs und das möglichst nachhaltig. Wir starten am Vormittag hier am Bahnhof in Magdeburg. Marcel, wir sind viel zu früh dran. Unser Zug ist hier noch nicht mal angeschlagen an der großen Anzeigetafel. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Willst du auch einen Kaffee? Okay, alles klar. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich habe hier... Oh, nee. Ich habe hier einen wiederverwendbaren Kaffeebecher mit. Moin, moin. Guten Tag. Ich hätte gern einen schönen großen schwarzen Kaffee in den Becher rein. Den eigenen Becher mitbringen, das ist mittlerweile ziemlich üblich. Wir nutzen eigentlich wieder dieses Angebot oder auch gerade die Kaffeekannen jetzt, die man selber mitbringt. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank für Sie auch. Tschüss. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch eine Mission, und zwar eine Mission hier mit dem Smartphone. Wir müssen noch ein Video schicken, und zwar an Anna und an Yannick. Grün um die Welt nennen sich die beiden auf Instagram. Und die beiden sind Profis, was das nachhaltige Reisen angeht. Und ich will sie auf mein Gepäck schauen lassen und wissen, was ich wirklich brauche zum nachhaltigen Reisen. Die obligatorische Bekleidung, eine Wasserflasche, ein bisschen, naja, Regenmaterial, Regenschutz. Und Scheibenhonig. Wir müssen noch mal ins Hotel. Das ist jetzt kein Scherz. Ich habe meine Waschtasche vergessen. Noch ganz schnell das Video abgeschickt. Ich freue mich auf Antwort. Jetzt ist hier auch noch die Kette abgesprungen. Alles noch da. Schnell wieder zum Bahnhof. Den Zug habe ich gerade noch bekommen. 1,5 Stunden über Stendal nach Mieste. Na? Wartet da schon lange? Vom Bahnhof aus fahre ich 10 Minuten zu meinem ersten Ziel. Einchecken in der Ferienwohnung. Ich will möglichst nachhaltig unterwegs sein, also möglichst wenig CO2 verursachen. Ich habe echt darauf geachtet, dass ich nicht zu viel einpacke. Aber was kommt eigentlich in euren Rucksack, wenn ihr besonders nachhaltig reisen wollt? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Hey, diese Holperstraßen, die erinnern mich ziemlich an meine Holunder-Radtour. Neulich war ich mit dem Fahrrad in der Börde unterwegs. Die hatten auch solche Wege. Fahr Fahrrad in der Börde, Tom, haben sie gesagt. Da ist es schön flach, haben sie gesagt. Es ist jetzt nicht wirklich hügelig, aber trotzdem anstrengend. Was ist los? Ist schon warm oder was? Natürlich ist es warm. Es geht bergauf. Die Sonne ist wieder draußen. Also eigentlich eine schöne Familienradfahrstrecke hier, aber ich hätte vielleicht mich doch noch mal eins mehr bewegen sollen, bevor wir hier losgefahren sind. Aber das holen wir jetzt alles auf. Vibration regt die Durchblutung an. Hier in der Umgebung gibt es so einige Unterkünfte. Ich habe mich für das kleine Gestüt entschieden. Besuch bei Grit und Hund Alma. Das ist eine familiengeführte Herberge. Eine gute Option, um nachhaltig zu reisen. Geräumig ist es hier ja. Es sei denn, man hat eine Kamera dabei, wie Marcel. Sie nennen diese Tür den Fettabscheider, Marcel. Schwierig wird's auch mit großen Puscheln für Tom Mann Rolli. Mensch, wenn du so einen Hund dabei hast, dann hast du immer den Impuls zu streicheln. Und zu fotografieren. Hinter dem Haus gibt es einen Pferdestall. Selfies können wir. Alle beide. Ja. Und hier vorne ist unsere Bambi. Die haben wir erst ein paar Wochen. Die ist für meine Enkelin.
für unsere Frieda Lotta. Frieda Lotta wird jetzt 4 im Dezember und Frieda Lotta ist schon, hat den Pferdevirus gleich mit, gleich mit der Muttermilch gekriegt. Komm mal mit. Dann machen wir das so. Komm mal mit. Hier können auch Gäste Pferden so ganz nah kommen. Nein! Jetzt striegeln wir, oder? Was haben wir denn da jetzt? Pass auf! Ich dreh mal an Bam Bam um! Also, es ist ja wirklich beherzt. Bravo an Bam Bam! Boah, echt souverän. Also, kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Aber so Pferde und kleine Kinder, geht das gut zusammen? Ja, also, muss schon eine Pferde haben, wo du wirklich Vertrauen zu haben kannst. Und zu ihr kann man wirklich Vertrauen haben. Wollen wir mal eine Runde mit Pferd Gassi gehen? Ich mit dem Großen, du mit dem Kleinen? Bam Bam, komm! Kommst du? Hallo. Groß machen. Okay. Und dann merkt ihr, dann spürt ihr das schon. So. Und es wird immer auf der linken Seite geführt. Auf der linken Seite. Achso, auf das andere links. Das ist. So. Genau. Und dann gehen wir jetzt. So, wir gehen jetzt. Läuft super. Klappt. Macht, was ich will. Genau. Friss Gras, Pferd. Friss Gras. Guck in die andere Richtung. Ich parke jetzt mal neben dir ein. Guck mal. So. Und eine schlanke Drehung. So. Aber du bist echt ein Vollprofi, oder? Mhm. Ey! Aber Mann, das machst du. So ein Pferd ist ja auch ein echt nachhaltiges Verkehrsmittel. Vorn kommt Wiese rein und hinten. Naja, Treibhausgasemissionen, die fallen trotzdem an. Das wollten wir nicht. Mit pupsenden Pferden kennt sich mein Kollege Marc Burgemeister auch ziemlich gut aus. Der war nämlich unterwegs mit dem Planwagen, auch hier in der Altmark. Und naja, ein PS. Guckt's euch an. So, jetzt der... Der Bodo, live ist live. Der Bodo muss auch mal was ablassen. Ne? Er muss auch mal ein bisschen Frust ablassen oder Dampf ablassen. Das gehört einfach mit dazu. Ja, immer wieder erfrischend. Jetzt haben wir das Pferd wieder gegen den guten alten Drahtesel getauscht. Ich habe jetzt richtig Hunger. Landluft macht hungrig. Und wir sind ja nachhaltig unterwegs. Das heißt, wir suchen jetzt Essen mit ganz, ganz kurzen Transportwegen. Am besten irgendwas hier aus der Region. Und da habe ich vorher im Internet gelesen, dass es da Automaten für gibt. Tatsächlich Essensautomaten. Mittlerweile ist Nachmittag und ich fahre wieder 10 Minuten rüber nach Mieste. Hier ist es. Der Regiomat. Marcel, worauf hast denn du Appetit? Also, wir haben Leberwurst, gehacktes, gekocht. Eisbein mit Mett, Rotwurst, Jagdwurst, Honig, Bockwurst und Nudeln. Ja, so ein komplettes, also zum Stullenschmieren reicht's für morgen früh. 5-1. Kartenzahlung funktioniert nicht. Zahlungsmodul. Also zumindest bei mir. Einstellungen nicht verfügbar. Und dann machen wir das ganz schnöde mit Bargeld, wie unsere Eltern. Auf zum Geldautomaten. Ja, jetzt tausche ich dieses Stück Papier hier gegen richtiges Essen. Das wird super. Nimm dir Bargeld mit. Das hatte jedenfalls meine Kollegin Kathi auf dem Schirm, als sie neulich in der Sächsischen Schweiz auf Nachhaltigkeitstour war. Okay, dann brauche ich eine Fahrt. Na, tausch. Dankeschön. So, bitte sehr. Das ist wie so in so alten Filmen. Genau. Galoppwechsel heißt das. Kann man auch Online-Ticket für die Kürdistan-Bahn kaufen? Das ist ja traditionell und deswegen stehen wir ja hier. Bargeld muss man dran denken. Also allein das ist schon befriedigend. Und die Bahn. Naja, nicht so ganz. Wir haben die Jagdwurst gedrückt. Wir wollten eigentlich die Leberwurst haben. Naja. Ja, Gräbe, guten Tag. Ich stehe hier gerade in Mieste vor Ihrem Regiomaten und wollte fragen, wann es Eier gibt bei Ihnen. Die sind nämlich gerade alle. Gibt's heute nicht mehr. Wir gehen jetzt doch noch mal kurz in den Supermarkt. Wenn die Eier alle sind für den Tag, dann sind sie halt alle. Immerhin ist der Supermarkt gleich in der Nähe. Mittlerweile ist früher Abend.
Stullen schmieren mit wiederverwendbarer Brotdose. Das ist auch nachhaltig. Dann sind wir bestens präpariert, denn morgen geht's echt früh raus zum Vogelgucken. An einen Zugvogelrastplatz. So sieht's aus, wenn einen die Kollegen gleich früh morgens kurz nach sechs an einem nebligen Tag mit ihren Autoscheinwerfern blenden. Gestern Abend, habe ich gerade gesehen, kam noch Post. Und zwar Post aus Helsinki von Anna und Jannik. Und die hat mich sehr gefreut. Moin, lieber Tom. Moin. Dein Gepäck sieht doch eigentlich schon perfekt aus. Aber ein paar Tipps kriege ich trotzdem noch. Jutebeutel, das ist so eine Allzweckwaffe. Also da haben wir immer, wenn wir einkaufen gehen, haben wir den immer dabei. Und auch, um Müll zu sammeln. Denn gerade wenn man wandern geht, möchte man natürlich die Umwelt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Einmal haltbare Becher. Haltbare Becher ist auch super, falls man dann nicht aus der Flasche trinken will oder mal irgendwie einen Kaffee oder so trinken will, to go. Da haben wir hier einfach einen Löffel, ein Messer, Gabel. Und sogar Stäbchen. Stäbchen und ein Metallstrohhalm. Also da sind wir super ausgestattet. So geht nachhaltig reisen. Ich cheate heute Morgen übrigens und lasse das Fahrrad stehen, allein durch den dunklen Wald zum Vogelrastplatz zu radeln. Zu unheimlich. Mit dem Auto dauert es nur 10 Minuten. Hier graut zwar noch der Morgen am Mittellandkanal, aber die Vögel sind ganz offensichtlich schon wach. Und die wollen wir uns jetzt angucken, und zwar mit Ranger Ulf. Das Biosphärenreservat bietet Führungen an und wir wollen Zugvögel beobachten, die hier in der Flachwasserzone Mannhausen rasten. Ein großes Geschnatter liegt hier in der Luft. Mensch, so, bitteschön. Mensch, das ist wie ein Naturkinosaal hier. Vom Abflug werden sie immer langsam etwas lauter, bis dann halt eben so gleich einmal 1-2000 Gänse auf einmal zusammen nach oben gehen. Und wir fliegen auch mit einer motorisierten Gans. Und die schnattert nicht so, macht nicht so einen Krach. Nicht Hans. Das ist schon absurd eher, aber meinst du, die anderen Gänse akzeptieren sie? Bis jetzt bin ich guter Dinge. Aber wir sind versichert. Ein Erlebnis ist auch der Fischotter Lehrpfad, ein paar Meter weiter. Hier bin ich am Vormittag mit Ferienkindern aus der Gegend verabredet. Praktisch, auf dem Lehrpfad gibt's Fischotterwissen per QR-Code. Viel Spaß! Gibt es so ein Fischotterzeichen? Okay. In seinem Revier setzt er schon mal Kot ab und kann man sehen, jawohl, hier ist der Fischotter zu Hause. Hinterlassenschaften finden wir allerdings von anderen Getieren. Kommt mal bitte her. Hier riecht man sozusagen den Duft vom Biber, wenn er sozusagen seine Reviergrenze markiert. Aha. Uiuiui, also der Biber riecht sehr würzig. Die Markierungsstelle. Riecht er das? Oh. Wir arbeiten uns vor auf dem Pfad. Zu Fuß unterwegs zu sein, macht hungrig und erinnert ein bisschen ans Pilgern. Imbissbuden, Kaffee würde ja reichen. Liegen ziemlich weit auseinander. Dann spielt ja beim Pilgern auch immer der sportliche Aspekt dann doch eine Rolle. Ein bisschen schon am Ende. Also man schrubbt halb Kilometer. Hilft das so? Ich weiß nicht, warum du jetzt mir die Frage ausgerechnet stellst. Ja, aber natürlich. Was gibt's Schöneres, als morgens schön in der Natur zu sitzen und zu frühstücken und schon echt was geschafft zu haben? Das war alles ganz schön nachhaltig, aber auch ziemlich rustikal. Urlaub geht bequemer, aber muss das so sein? Das frage ich mal unsere beiden Instagram-Experten. Hallo. Wenn man sich halt voll darauf einlässt und halt weiß, dass es auch ein Abenteuer werden kann, dann nimmt man das halt eben so mit und freut sich halt auch dann, vielleicht auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln eher so die Kultur kennenzulernen und vielleicht auch ein Gespräch zu finden mit den Leuten unterwegs. Es ist aber auch manchmal etwas unbequem. Ja, nachhaltig reisen ist nicht unbedingt immer komfortabel, aber schön. Das ist so richtig ländliche Idylle. Gefunden um die Ecke. Also muss man nicht weit fahren für. Am nachhaltigsten sind aber die vielen schönen Erinnerungen, die hier in 48 Stunden geschrieben worden sind.